Hallo und herzlich willkommen zu Judge Gaming und zu einem weiteren Teil Doom. Wir setzen an der Stelle fort, an der wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wollen hier rein. Die Tür öffnet sich sogar von allein. Das Spiel nimmt mir sogar ab, den E-Knopf zu betätigen. Einfach, weil ich schnell zum nächsten Monster muss. Okay, irgendwo drin sein ist natürlich. Willkommen bei der USC. Hallo. Jetzt seit 221 Tagen ohne Unfall. Cool. Naja, nee, naja. I know what you mean. Aber nee. Aha. Das war die erste Mission. Ah, okay. Elitewache habe ich nicht gefunden. Felddrohne habe ich gefunden. Und Extras habe ich auch nicht gefunden. Hätte man natürlich auch hier Pause machen können. Okay, I'm sorry. Das habe ich nicht gewusst. Ja, gut, das wissen wir ja schon. Wir müssen den Kommunikationssatelliten finden und wieder online nehmen. Okay. Ich frage mich nur, warum ich da gefesselt war. Aber okay. Eingehende Hallo, Sprachnachricht. Ich bin Vega, die künstliche Intelligenz, die dem Mars zugewiesen wurde. Nach Analyse des Prätorenanzugs scheint es möglich, optionale Herausforderungen freizuschalten, durch deren Abschluss Sie Ihr Arsenal schneller ausbauen können. Ich habe Ihrem Dossier einen entsprechenden Eintrag hinzugefügt. Na, dann schauen wir mal nach. Ja, Explosivschuss haben wir ja jetzt schon. Also ich habe immer noch keine von diesen Marken hier. Boah, muss ich jetzt echt jedes Mal hier reingucken? Die Sammlerstücke scheinen uns nicht zu bringen. Erkundungsbild, um versteckte Bereiche zu finden. Dort sind mächtige Gegenstände. Ah, dann müssen wir ja doch ein bisschen erkunden. Okay, also nicht ganz so schnell durchrennen. Na gut. Dann war die erste Karte jetzt zum Kennenlernen. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Wie schön, wir überall stehen und warten. Bumm. 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 Boah, die bewegen sich so schnell. Die sind echt nicht einfach zu treffen. Den kleinen kann ich ja mal ein bisschen Munition sparen. Okay, also hier ist zu. Hier ist ein Fahrstuhl, der nicht funktioniert. Da hinten geht's nicht weiter, also können wir durch hier lang gehen. Wie will ich hier ungern runterhopsen? Ich kann hier auch gar nicht runterhopsen. Jetzt bin ich verwirrt. Da kommen wir her. Also die Karte hat mir auch nicht wirklich weitergeholfen. Oh Mann, es geht ja gut los. Das tut mir sehr leid, dass wir jetzt hier dumm rumstehen und nichts machen können. Hauptenergie offline. Oh nein! Oh nein! Also man geht einfach an so eine scheiß Tür ran. Okay. I'm very sorry. Na, komm mal her. Stoppst du schon von so einem großen? Ja. Oh. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Ja, ich hab's verstanden. Hauptenergie online. Da ist der Satellit. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt.
Na klar, Dämonen erschaffen eine neue Welt. Du hast doch den Knall nicht gehört. Ah, hier kriege ich so eine Verbesserung. Oh, oh. Nee. Ah, okay, super. Ich habe jetzt eine neue dazu bekommen, aber... Vor allem jetzt. Ich habe immer noch nicht diese Marken, die ich brauche. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Moment. Okay, das tut mir leid. Also hier Türen, wenn sie halb offen sind, können wir also ran. Bam, bam, bam. Das ist alles. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet. Dafür, dass das nur drei waren, haben die aber einen schönen Krawall gemacht. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Ich glaube an Ehrlichkeit. Ja. Vor allem jetzt. Ich weiß, da geht's weiter. Die Tür war halb offen. Aber wir müssen erstmal hier die restlichen Kandidaten versorgen und die Munition mitnehmen. Das Höllenportal. Quatsch die immer noch? Das interessiert doch keinen, was du zu erzählen hast. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Der sah so aus, als wollte er sich selbst in die Luft springen. Achso, ich lese das übrigens nicht vor, ne? Sorry, aber wenn ihr lesen wollt, lest selbst. Wir sind hier nicht beim Vorlese-Let's Play. Okay, also die explodieren. Na gut. Das weiß ich natürlich noch nicht, ob sie auch an mir dran explodieren, aber ich bin mir ziemlich nah sicher, das werden wir noch rausfinden. Mann. Ja, diese kleinen Viecher, ne? Die sind schnell, die halten ein bisschen was aus. So wie er hier. Bam. Oh. Ui, ui, ui. Da war so ein Tank-Typ. Eigentlich müsste ich ja mal einen an mich rankommen lassen. Ich will mal sehen, ob der mir schadet oder nicht. Hallo? Hat mich dieses Fass gerade verfolgt? Ah, das mit dem Knie finde ich ist ein cooler Move. Dämonenpräsenz eliminiert. Dämonenpräsenz. Oh, da gehe ich wohl nicht runter. Bereiche. Wir von der USC. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Neue Herausforderungen, mehr werden als sie sich je erfahren haben. Fragen Sie Ihre Vorgesetzten, ob Sie für die diesjährige Seelenernte in Frage kommen. Das ist eine Nahkampfwaffe, die durch Drücken von G angewählt wird. Der Einsatz. Okay, Treibstoff. Ich weiß ja nicht, immer, dass er mehr Treibstoff benötigt. Das ist ja zusätzlich Munition. Da muss ich mal kurz in meine Einstellungen gehen und gucken, was F ist, weil eigentlich würde ich das lieber auf F haben. Ach so. Was ist denn Q? Waffe wechseln? Brauchen wir nicht. Da kommt jetzt die Kettensäge hin. Weil G erreiche ich nicht gut und ich habe Angst, dass ich dann zu selten die Kettensäge benutze. Das wollen wir natürlich nicht. Wie engagiert sind Sie? Okay. Let's try this out. Hallo Monster. Oh ja. Au. Aber ich sterbe fast. Wieso werde ich denn getroffen? Oh nein! Ich
bin tot. Ehrlich jetzt? Weil ich in dem einen da so lange drin stand. Irgendwie war das nicht gut. Also Kettensäge sieht zwar cool aus, aber... scheinbar können mich die anderen dabei treffen. Wir hab ich jetzt schon genommen? Sie sind stets um eine wachsende Belegschaft bemüht. Jedes Jahr ziehen wir nur die besten Herren. Wollen Sie weiter nach oben? Neue Herausforderungen? Mehr werden, als Sie sich je erträumt haben? Fragen Sie Ihre Vorgesetzten, ob Sie für die diesjährige Seelenernte in Frage kommen. Nicht, ey, wie viel Schaden diese kleinen Viecher machen. Ich brauche endlich irgendeine Fernkampfwaffe, eine ordentliche. Also ich habe jetzt noch nicht drauf geachtet, aber es sieht so aus, als würde ich Schaden bekommen, wenn ich an einem Gegner dran bin. Also ihn gerade sozusagen mit so einem Glory Kill fertig mache. Dann kriege ich trotzdem irgendwie Schaden. Zugang gesperrt. Ich würde gerne da hochkommen. Das war Treibstoff für die Kettensäge. Das war knapp. So, vermutlich soll ich hier runter. Das war auch Zugang gesperrt. Na, dann gehen wir halt hier durch die halboffene Tür. Irgendwann, ich weiß es, werde ich diese Tür aufmachen und dahinter wird etwas stehen, was mich direkt wehtut. Oder was mich direkt töten will, wollte ich sagen. Oh, ich wollte noch gar nicht runter. Egal. So, ich bin da, Monsters. Was geht ab? Nicht sicher, ob diese Glory Kills irgendwie damit zu tun haben, wo ich hinschaue. Was ist das überhaupt? Oh. Oh, die Dinger machen ganz schön Bumm. So, Freunde der Sonne, ich möchte mal an so einem großen die Kettensäge ausprobieren. Da ist er. Na, komm hier. Ja. Alles klar, Freund. Töten die sich eigentlich auch gegenseitig? Die Kettensäge war übrigens jetzt gerade alle. Also dreimal benutzen. Bam, bam. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben.
Also wo es hier jetzt versteckte Bereiche gab, würde ich gerne mal wissen. Aber okay. Wie ich vorhin meinte, das Level ist eigentlich sehr schlauchförmig. Aha, hier ist Benzin. Ich kann das... Okay, das hat nicht Treibstoff im Sinne von Treibstoff. Sondern, hier war ich doch jetzt eigentlich schon. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ach so, von dort kam ich. Sondern es kostet wohl bloß Treibstoff, wenn ich einen damit richtig töte. Oh. Hier kommt's weiter. Ah, das soll mir wahrscheinlich sagen, dass in dem Aufzug einer ist. Richtig? Oh, nee, doch nicht. Ah, das weiß ich noch bei Doom 3. Aufzüge, ähnlich wie bei Dead Space. Ganz böse. Im Aufzug ist immer irgendwas gewesen. Oh, watschelt er jetzt hin? Ach, du bist wahrscheinlich der da. Der da tot liegt. Ah, eine Sonde. Gibt's wieder nur das mit den... Okay. Kaufen heißt wieder, ich nehm's ihm weg. Das ist so böse. Das ist so gemein. Zwei Waffers kannst du mit R zwischen den Mods wechseln. Okay. Oh, ich würde das gerne mal ausprobieren mit diesen drei Schuss-Dings. Der lebt doch noch. Na, sage ich doch. War doch klar. So, gelbe Schlüsselkarte heißt, ich kann wieder runter. Den Master hier haben wir schon weg. Halt. Ne, war ein grünes Licht. Wenn der da so an der Tür sitzt, war doch klar, dass der noch lebt. Ich muss wieder hoch, ne? Ja. Mein Kopf ist komplett leer, weil ich Doom spielen wollte und ich bin gar nicht auf Rätsel eingestellt. Jetzt machen die mich hier mit gelben Schlüsselkarten fertig. So, hier war die gelbe Schlüsselkarte. Dann machen wir auf hier. Munition, Munition, Munition. Achso, jetzt komme ich da vorne raus. Okay. Da es jetzt gerade die ganze Zeit ruhig ist und hier überall HP liegt, wird natürlich gleich irgendein riesen Megamonster mich hier erwarten. Ja, aber hier war ich auch schon. Hier war ich noch nicht. Da war ich doch aber schon. Gehe ich jetzt nicht lang. Willkommen in der Marsstation der UAC. Sie befindet sich im Einschlagbecken der Dynastie-Ebene. In dieser Bergbau- und Forschungsanlage werden täglich die Grenzen unserer Imagination auf die Probe gestellt. Als Angestellter ist Ihre Loyalität nicht nur eine Verpflichtung für die UAC. Es ist eine Verpflichtung für die Zukunft der Menschheit. Vielen Dank. Eine Verpflichtung für die Zukunft der Menschheit. Na, schauen wir mal. Ob ich mit dem schweren Sturmgewehr die Zukunft der Menschheit hier wieder in den Griff kriege. Also hier bin ich schon mal lang. Da sind wir da hochgekommen. So. Hier ist immer noch nicht offen. Von hier hinten komme ich. Dann soll ich vielleicht doch dem komischen Kauz da folgen, der mich... Aber der hat mich doch wieder dahin geschickt, wo ich auch schon war. Ah. Richtig. Hier war vorhin auch noch gelber Zugriff gesperrt.
Korrekt. Bom. 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 Ein Geheimnis gefunden. Bisschen wie Wally. Auch 150 Schuss. Okay. Die geht ab. Ah, das war so ein... Okay, das war so ein Schlüssel. Resistenzking. Kurze Pause. Umweltzustand verbessert die Resistenz gegen Umwelteinflüsse und Explosionen. Area Scanning Team verbessert die Effektivität deiner Navigationssysteme. Da gucke ich eh nicht drauf. Ja, die Nachteile von Ausrüstung und verbessert Tempo bestimmter Aktionen. Na, dann nehmen wir doch mal Umwelt. Kaufen. Okay. Und Waffen haben wir doch jetzt auch schon einen Mod. Ich mag ja die Schrotflinte. Rascher Rundungserzähler, also mit den Salben. Erhöht die Feuerrate der Silben, reduziert die Aufladzeit für aufgeladene Salben. Nachladen. Ach, das war nur für den Mod. Ah, okay. Also die Schrotflinte an sich wird dadurch nicht verändert. Okay. Okay. Guarded. Aber jetzt wissen wir, wo man die kriegt. Bei diesen komischen Anzügen halt. Hier ist nichts weiter. War das jetzt nur dazu gedacht, mir das zu zeigen? Also da gab es die Waffe, da gab es den Chip. Hier geht's wieder zurück. Oder auch nicht. Hier geht's nicht nach links und rechts und ich kann auch nicht E drücken. Oh, bin ich jetzt schon wieder zu doof? Hier gab es nur die Waffe. Aha. Oh, jetzt bin ich ja wieder hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich renne hier nur im Kreis. Willkommen in der Marsstation der UAC. Sie befindet sich im Einschlagbecken der Elastie-Ebene. Jetzt geht's wohl wieder raus. Ich könnte natürlich auch nah ranrennen, aber ich will mal ein bisschen die Waffe ausprobieren. Oh, der hat Schutzschild. Wow.
Er dachte, er kommt noch weg. Diese grünen Päckchen, von denen ich mich vorhin so gewundert habe, was die... warum die so seltsam leuchten. Ich glaube, das ist Munition für eine andere Waffe gewesen. Die ich wahrscheinlich hätte schon finden sollen, wenn ich das Geheimnis gefunden hätte. Im vorigen Level. Dazu ist auch das schon so richtig schön gestört. Da hinten liegt nochmal HP. Müssen wir auch schon langsam wieder Feierabend machen. Mal gucken, ob jetzt hier gleich wieder eine Stelle kommt, wo wir reingehen können. Da würde ich dann Pause machen. Da seht ihr das, dieses Päckchen. Diesmal habe ich es nämlich mitgenommen. Die Bewegung. Blub, 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 blub. Aha. Ah, das war schon der Satellit, okay. Das war ja einfach. Oh, da war ein Dämon, ich hab gesehen. Blockiert. Komm zum Vega-Terminal, dann bekommst du, was du brauchst. Und wenn ich aber nicht machen will, was du mir sagst? Da oben liegt auf jeden Fall noch Rüstung. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle hier Stopp. Und sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.